hätte es besser wissen sollen. Wenn man was klaut, sollte man sicher gehen, dass man entkommt, oder? Sie sind tot! Sie sind alle tot! Wovon redet der überhaupt? Beruhige dich. Wer ist tot? Die ganze Crew. Alle 76. Ein scheiß Eindringling hat sie getötet. Alle! Mist. Weiß es der Boss? Ja. Er will, dass wir alles sichern. Geh zum Tor. Okay, verstanden. Sucht alles ab. Lasst niemanden durch. Cooler Gangster. Das kann nicht stimmen. Dass die Crew tot ist. Ich glaube nicht, dass Eindringlinge sie alle. Nummer 1. Ich habe keine Lust auf Tag auf Yuppie. Nicht wirklich. Ich spiele keine Streame. Ich streame keine Spiele, auf die ich keine Lust habe. Das mit den Drops ist leider ein bisschen ungünstig gelaufen, weil ich durch die in den letzten Tagen. Oh oh. Leider vergessen habe. Bescheid zu geben, dass sie mich von der Internetseite runternehmen. Leider ein bisschen unglücklich gelaufen. Okay, alles cool. Okay, bis dato hat sich keiner gemeldet. Nice. Gut, 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 gut. Sehe ich das gerade richtig, dass da einer steht? Ja, 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 ja. Blexo, ich habe auf Tarkov ist gerade nicht in dem Stadion, wo es halt sehr viel Spaß. Also ich kann das gerne erklären. Es ist okay für mich und das nervt mich auch nicht. Weil ich halt mich dazu entschlossen habe und ich weiß, dass viele Fragen dazu bestehen. Ich habe momentan einfach das Problem, dass ich in Tarkov sehr oft Disconnects habe und dass ich Probleme mit dem Sound habe, extrem viel Desync und mich das nach wenigen Runden einfach sehr stresst, weil für mich Tarkov mittlerweile sehr kompetitiv geworden ist und ich mich da gerne messe mit anderen und ich mich aber nicht wirklich, ich sag mal, fair messen kann und ich darüber einfach auch nicht mehr lachen möchte nach 8 Monaten Dauerspielen, so 1400 Stunden. Deswegen habe ich es einfach für dieses Mal mich dazu entschlossen, nicht zu spielen, daran nicht teilzunehmen, weil ich denke, dass es nur fair gegenüber den Zuschauern ist, dass sie sich nicht irgendwie was angucken, wo so ein salty Dude sitzt und sich quält, nur weil halt irgendwelche Drops an sind. Ich denke, das ist sinnfrei. Und auch nicht der Sinn und das grobe Konzept meines Kanals, weil ich möchte Sachen spielen, die mir Spaß machen. Und Spaß haben mit dem Chat. Und nicht was kochen, was mir Youth oder Geld oder whatever. Müsste eigentlich heute losgehen, Phoenix. Müsste eigentlich heute losgehen. Und es gibt noch genug Alternativen für alle da draußen. Also ist ja nicht so, als wenn ihr jetzt keine Drops kriegt, nur weil ich nicht da bin. Und ihr müsst ja auch nicht mehr als einen Stream gucken. Also das, auch das bringt niemand. Also ein Stream reicht ja völlig zu. Da sind ja genau. Müsste ich den Cutter gleich mal fragen, Phoenix. Müsste ich den Cutter mal fragen. Oh, hier sind ja noch welche.
Wo zur Hölle steckst du, du armselige Flasche? Da sind so viele Streamer drin, One Nation. Drauf, Penner, na los! Das ist das Einzige, was nicht gut lief. Da bin ich ganz ehrlich, das war ein Fehler meiner Seite. Aber momentan ist so viel Scheiße los, One Nation, dass ich das einfach vergessen habe, irgendwann zu schreiben. Ich habe es jetzt nochmal. Geschrieben. Shit, das sind aber sehr viele. Also es sind halt so viele andere Leute drin, One Nation, und außerdem war das auch random entschieden von Battlestate, soweit ich das weiß. Also da hat auch keiner irgendwie... Oh, hier ist was zu heilen. Da wurde auch nicht irgendwie irgendwas gefragt. Nice, wir können endlich fahren. Sehr schön. Ich weiß, wie gerne. Es ist halt ungünstig gelaufen, so. Kann ich nicht. Das können wir jetzt nichts dran ändern. Kann jedes Mal nur beteuern, dass mir das unangenehm ist, dass ich da nicht kommuniziert habe. Und alles andere ist halt. Kann halt meinen Kopf nur hinhalten und dafür gerade stehen, was ich gerade tue. Und es ist ein Tag. Es sind noch genug andere da. Also so schlimm. So schlimm ist es eigentlich gar nicht. Und weg damit! Okay, das waren jetzt drei. Ich höre noch einen. Gib mir Deckung! Mach ich! Ich geb dir Deckung! Oh shit, ey! Der letzte. Die Sau. Pfeile craften wäre halt mal ein Traum. Nee, nicht umdrehen. Yes, okay. Okay, ihr könnt kommen. Hä? Auf mich? Hä? Da hat auch nicht jemand geschrieben. Gesprochen. Wie war ich? Super, Ellie, du hast alle erschossen. Wie wär's mit etwas in deiner Größe? Ist nur für den Notfall. Okay. Moinsen, Maga. Moin, Dicey und Chat. Weißt du, wie man sie entsichert? Weiß ich.
Okay, du musst Respekt haben. Das ist kein... Joel, ich passe auf. Okay. Get Right, bist du da? Bist du noch da, Get Right? Danke dir. Du weißt schon wofür. Ich werde mir das zu Herzen nehmen und das machen. Danke. Oh, tatsächlich. So, jetzt gehen wir aber trotzdem noch mal hoch. Nach diesem Desaster. Dann gehen wir noch mal nach hier. Ich glaube, hier gab es noch irgendwie ein paar Sachen. Oh, warte, nee. Ah, der Dude ist weg, leider. Gibt es leider nichts. Nope. Wir müssen da durchs Tor, ne? Ellie? Jetzt mach dein Ding, Ellie! Ah, okay. Die blöde Kette klemmt. Warte. Mach ich. So. Gute Idee. Ah ja. Ah, ich muss wieder rausziehen. Hilf mir mal damit. Wäre das nicht andersrum schlauer gewesen? Joel, du musst das drehen! Dreh! Bagger! Come on, baby, give daddy some lovin'. Okay. Rob Red, Moinsen. Und Dankeschön für 34 Monate. Okay, dann an die Arbeit. 142. Können wir am Bogen noch was machen? Nö. Dann hebe ich das auf. Bringt uns alles nicht so viel. Also alles. Scheiße, runter, runter! Oh, ich entsinne mich dunkel. Das macht nur gar nichts. Da ist ziemlich viel los, was? Das soll's. Ist kein Essen. Das ist ganz schwer. Wir haben nichts. Hier, hier. What the? Oh Mann. Wir hätten nichts tun können. Ah ja. Ich weiß. Aber... Oh Mann. Gehen wir zur Brücke. Ich habe die Motorhaube gesehen, ja. Da lagen, waren Menschen drauf. Thanks for moin. Okay, hier ist nichts weiter. Tja, wenigstens haben sie die beiden getötet. Ich dachte, sie hätten es auf der Hunter. Ich hab
Pickup finden. In dem Truck muss eine ganze Armee sein. Die haben die es geschafft. Dann mal los! Hey Mann! Wir können wieder. Ellie! Nice one, Ellie. Mir hat erzählt, man musste sich für die E-Mail per E-Mail bewerben für das Event. Das ist eine absolute Fehlinformation. Man musste sich nicht für das Event bewerben. Also ich war automatisch eingetragen. Ich habe mich nicht beworben für EFT. Ich habe auch schon seit 2 oder 3 Wochen kein EFT gespielt. Also das ist Blödsinn. Das ist Quatsch. Und das können wir bestätigen. Zum Beispiel haben wir mit PeteSmeet am Donnerstag gesprochen. Und auch der hat auf dem Stream gesagt, wir haben uns dafür nicht mal beworben. Wir waren auch sehr verwundert, dass wir da eingetragen sind. Nein, dafür musste man sich nicht bewerben. Vielleicht einige Streamer, aber der Großteil, glaube ich, hat sich nicht beworben für die Jobs. Und ich auch nicht. Das ist Quatsch. Genau, Bonjour wurde auch einfach eingetragen. Also, was heißt Quatsch? Das will ich so nicht sagen. Vielleicht einige Leute, aber wie gesagt, ich nicht. Ein paar andere Leute auch nicht. Hunde. Dawn of the Wolf Part 2. Der Knüppel hat sich, glaube ich, auch nicht beworben da drauf. Also das ist so nicht ganz richtig. Ich habe von der Crew im Osten gehört. Wir haben nichts. Was ist mit der Mappe? Ja, nichts machen. Ja, ich sehe ihn. Deckung. Eieiei, das war knapp. Das war sehr knapp.
Oh-oh. Von draußen jemand? Oh-oh. Ellie? Geh mal weg, bitte. Schrotflintmunition. Und? Nichts. Was gefunden? Vitor, suchen wir weiter. Küssen mit Duckface macht schwanger, das stimmt. Ja. Das hat Progen uns heute erklärt. Hanni, Dag Moinsen. Und wie sieht's aus? Nichts. Gefunden? Dito, suchen wir weiter. Schauen wir hier drüben nach. Oh. Das war ja wieder sehr gut. Toll! Mann! Ich wollte jetzt voll mit dem... Oh oh. Okay, jetzt haben wir die anderen nicht getriggert. Sehr gut. Wie auch immer die vorher getriggert waren. I don't know. Jetzt haben wir alles überstanden. Chris, moin. Hey, wie lange sollen wir hier denn noch dumm rumstehen? Verdammt. Thank you.
war denn das? Was ist es? Oh shit. Was? Ach ja, diese Comic-Geschichte. Alright, we got him. Hey, hilf mir hoch. Hey, hey, hey. Erstmal müssen wir gucken, was hier los ist. Übrigens, Freddy, das ist für mich keine Werbung, Magga. Ich habe eigentlich heute nur Stress und keine Werbung. Achso. Werbung ist das nicht hier. Machen? Machen wir das Heiltempo. Okay, Ellie. Let's go. Okay. Moin, Chris übrigens. Na bitte. Thank you.